Test, 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 bestanden, Leute. Ja, schönen guten Abend, ihr Blutsauger. Und herzlich willkommen zurück zu Mario & Rabbids Epic Kingdom Battle. Was ist das denn? Die Freunde-WG? Nee, die habe ich nicht. Wir sind wieder zurück. Und ja, wir haben die Welt abgeschlossen, wenn ich mich recht entsinne. Und können jetzt weitergehen. Unser Team steht, ich habe auch viele Tipps von euch wieder gelesen, also ein paar Kommentare wieder durchgegangen, zum Beispiel. Ich habe viel im Voraus aufgenommen, beziehungsweise ich nehme immer sehr viel auf, wenn ich an einem Tag was aufnehme. Wenn einer gehonigt ist, kann ich auf seinen Kopf springen, um ihn zu enthonigen. Ja, das nennen wir jetzt einfach so. Bei dem Eis habe ich selber rausgefunden, bei dem Honig bin ich nie auf die Idee gekommen. Jetzt widmen wir uns doch den schaurigen Faden, ja. Es wird super düster, Leute. Das ist richtig gruselig. Ich kann den Statuen hochheben. Genau. Jawohl. Easy. Easy ist Rätsel of my life. Ja, da geht's ja schon rein. Ja. Ich werde aber jetzt hier noch eine Verrätselung machen. Ja, okay. Die kann ich ja von hier hochheben. Oh nein. Oh nein! Oh nein! Stell die da drauf! Jetzt nehmen sie mit! Stell sie da drauf! Und laufen! Da ist nicht euer Ernst! Ich mag die Musik. Das ist schön. Ah, okay. Aber sehr großzügig, was das Timing anging. Und somit haben wir auch hier den Rest gelöst. Und müssen uns jetzt hier nicht mehr umschauen, sondern können gleich direkt in die neue Welt gehen. Auf diese Welt habe ich mich übrigens am meisten gefreut. Auf Boohoo's Castle. Königlicher Rabbit. Für die Peach. Okay, und hämmern können wir noch nicht. Das ist der neue Gag. Los geht's, neue Welt. Ich bin wieder ein bisschen aufgeregt. Einfach nur, weil ich mich drüber freue. Ich habe gerade meinen Schlappen unterm Tisch getreten. So. Ich trinke kurz was, entschuldigt bitte. Heute wird wieder ein langer Aufnahmetag. So. Schaurige Pfade. Ein Ort, der seinen Namen verdient, wie ich sehe. Keine Anzeichen von Bowser Jr. oder Spawny. Sie können überall sein. Da sind Boohoos festgebunden als Lampen. Vielleicht hat unser geheimnisvoller Wohltäter die Antwort, die wir suchen. Bravo, ihr habt die schaurigen Pfade gefunden. Ist es nicht toll? Seht euch das Tor vor euch an. Ich hoffe, das stand da. Sehr schaurig, ja. Wer auch immer das gebaut hat, super gruselig. Wow, unser Schutzengel ist gut. Hinter dem Mondtor befindet sich das Mittel gegen die Plage, die das Pilzkönigreich so viel und lange heimsucht. Vor langem entschlafener Meister wird erwachen, um die Dinge zurechtzurücken. Aber um ihm zu gelangen, müsst ihr die beiden verlorenen Relikte suchen. Findet die Relikte und der Meister, ein Herr Tom Farn, wird erwachen und voller Freude vor euch singen. Oh, das hört sich gut an. Nun, wir haben nicht viel Anhaltspunkte, aber zumindest haben wir einen Plan. Suchen wir die Relikte, einverstanden? Diese stand sogar. Ja, das war ein sehr gut vorgelesener Beitrag von mir. Also ich weiß, es war schrecklich, aber ich hoffe, ihr habt die Story verstanden. So, die Boohoo-Lampen sind cool. Ein gruseliger Rabbit, darf ich mir den ansehen? Nein. Und ja, es geht los. Hier kann ich mir was ansehen. Zeig mal was. Zwei Sockel, beide leer und zwei verlorene Relikte der Güte. Irgendwie muss das zusammenhängen. Okay, die Relikte müssen dann später darauf gebracht werden. Ist jetzt nicht so schwierig gewesen. Das erste Kämpfchen in der neuen Welt, neue Monster. Besiege 10 Gegner. Okay, also fängt auch direkt lange an. Ein Platz und wir stehen in der Mitte. Wir haben uns natürlich positionsmäßig perfekt aufgeteilt. Wir kämpfen. Aber ich weiß ja noch gar nicht gegen wen. Das war ein bisschen doof. Das habt ihr mir übrigens auch gesagt. Ich kann sehen, wie weit die laufen können. Holy shit, Alter, schauriger Segi. Können alle sehr weit laufen. Wurde ich komplett umstellt? Ja. Ja. Heißt, ich würde sagen, wir positionieren uns erstmal auf dieser Seite der Map. Und ich weiß, dass die Sicht blockiert ist. Ist nicht so schlimm. Okay, das klappt noch nicht.
Das klappt erst recht nicht. Du positionierst dich dann auf der Seite. Du kannst aber auch nicht weit schießen. Und der Lulli, es zählt hier immer noch als Deckung. Prozent treffe ich den. Und so treffe ich ihn nicht. Aber so kriegt er beides ab. Fangen wir mal so an. Ja, das. Erstmal muss ich jetzt wieder ein Spiel. Hallo? Achso, weil es von der Distanz her nicht reicht. Ich hätte noch skillen sollen und alles. Gut, sollte der weglaufen, ist alles in Ordnung. Und ebenfalls gilt dasselbe auch für dich. Je früher am Anfang der Runde, desto besser. Dann kann ich es vielleicht zweimal benutzen. So, ihr schaurigen Siggis. Erstmal wird gesniped. Kritischer Snip. Das war natürlich nicht so geplant, ne? So, du willst wegrennen, das ist okay. Ich weiß nicht, ob die Explosion dich da immer noch erreicht. Okay, und die Defense steht. So, wie weit kannst du... Jetzt kommt der Rabbit Jump. Aber jetzt sehen wir auch einmal alle Gegner. Gut, der wird mich abschießen können. Also um den werde ich mich gleich als erstes kümmern. Aber einen 115er kriegst du in einer Runde weg und kannst dich wieder voll ein. Das ist nicht das Problem. Oh, Tinte. Boah, sind aber doch schon viele. Also es wäre jetzt gut, wenn ich zwei wegbekomme in der Runde. So, Defense verloren, war aber der letzte. Neue Rabbit Spawn. Okay, der Wagen fährt weiter. Ey, das ist ja gut, dass der Wagen das abhält. Hat den... Jetzt ist langsam gut, nicht, dass er kaputt geht. Perfekt, den ersten haben wir wegbekommen. Und das war sogar noch sehr gut. Du slidest den an. Und da beides Vampir macht, weiter deffen. Reicht. Zack. So, Low Defense. Ganz kurz dir mal auf den Kopf springen, um zu gucken, ob das auch funktioniert. Ich kann ja nichts tun. Klar, ich kann in der Deckung stehen bleiben und dann kassiere ich ein bisschen. Nehme ich dir die Tinte ab? Ja. Ja, ist eine 0% Chance. Musst du gar nicht versuchen. Dann trifft er mich voll. Das lohnt sich halt absolut nicht. Ich kann doch nicht den ganzen Zug auslassen. Die machen doch... Ja doch, ich habe nur 160 Leben. Ich wollte gerade sagen, die machen doch gar nicht allzu viel Schaden, als dass ich jetzt da so ein Hackmack machen muss. Aber ja, anscheinend schon. Wir checken das einfach mal, was passiert. Vielleicht überlege ich mir dann in Runde 2 eine bessere Taktik. Sollte ich nochmal kämpfen müssen. So, jetzt ist der High Ground gespawnt. Es sind eine ganze Menge Siggis. Jetzt gleich kann man grätschen. Gut, ich kassiere den Damage. Werde gegrätscht. Dreimal 50% nicht getroffen. Ich krieg zweimal den Laserbeam ab. Also immer 50 Schaden. Das überlebt er in dem Fall gar nicht. Oh, ich muss die alle zusammenziehen. Das ist der Trick. Okay, überlebt das einfach nur Mario. Oh, Mairo. Der High Ground noch. Hauptsache Damage. Jetzt setzt er auch noch einen kritischen. Tinte, Tinte. Du hast noch 150. Nein, er kommt halt ab. Ich kann ihn... Okay, warte auf. Ich könnte. Ich springe auf ihn drauf, um ihm die Tinte wegzunehmen. Das ist einfach... Ist ein Test. Ja, wir nehmen das jetzt komplett als Testlauf. Ich kassiere 2x50 Schaden. Nehme die Tinte weg.
Zack. Mario könnte jetzt laufen. Nein! Okay, damit habe ich es verkackt. Oh Gott, ich wollte jetzt sammeln. Kann nur einmal grätschen. Ach, ich wollte die sammeln, damit der King Dingeling richtig Stress machen kann. Obwohl, ich kann sie vielleicht immer noch sammeln. Das sind halt keine 10 Gegner, die ich kill, ne? Und danach kassiere ich halt einfach mal alles. Wenn ich mich mit dem Rabbit Mario hier hinstelle, die alle ansinge, dann kommen 4... Boah, sind viel zu viele. Ich würde es gerne sehen, wie viel Schaden es macht, um es dann in der Runde danach besser machen zu können. Das ist, glaube ich, der Plan. Wie weit kannst du laufen? Bis hier. Okay, das heißt, ich grätsche natürlich einen an. Warum nicht? Jetzt habe ich wieder nicht gesehen, bis wohin er laufen kann. Ah, ich springe ihn auf den Kopf, klar. Zack. Jetzt wird nur Damage gecheckt, ja. Das ist ein reiner Damage-Test jetzt. Oh, der Typ kann sich auch nur 1,50 Meter fortbewegen. Ich starte eh neu. So, und jetzt wollte ich singen. Und wollte die hämmern. Jetzt hätte ich natürlich noch den Mario-Buff nutzen müssen. Okay, und mit dem Mario-Buff hätte ich dann noch ein bisschen mehr Schaden gemacht. Und das wäre alles cool gewesen. So, gucken wir mal bei unserem Team, ob ich noch was skillen kann. Ja, nee, wo ist denn das, wo ich hin will? Fertigkeiten, da. 70 Bubbles habe ich. Das auf jeden Fall. 100 Bubbles habe ich. Nehme ich hier auch noch mal ein. Mehr Sliden. So, mein Freund, was kannst du? Wirkungsladen ist von Magnettanz. Wäre natürlich nice. Versuchen wir es damit. Obwohl, können wir neue Waffen kaufen? Neue Waffen sind im Shop verfügbar, hieß es ja. Wir müssen auch aufrüsten. So, Mario. Wir sind mittlerweile bei 1000er Waffen angekommen. Das heißt, ich könnte jedem eine Hauptwaffe theoretisch gönnen. Momentan benutze ich hier den Jump. Das heißt, das wäre immer noch Honey oder Jump. Ja, wir nehmen den 1000er Jumper und rüsten den auch aus. Du hast den Vamp, aber kriegen wir einen neuen Vamper? Wir kriegen einen neuen Vamp. Nehmen wir auch. Und wir sind auch bei Sprung, ne? Ja. Die Drachen-Odem-Handkanone. Okay, das ist, glaube ich... Jetzt sind wir, glaube ich, ready. Ja, sind wir... Bereit. Nehme ich... Beziehe ich direkt mal High Ground, aber da oben ist keine Deckung, ne? Eine metallerne Deckung. Die geht aber nicht kaputt, wenn man es so sieht. Da könnte ich einen Luigi drauf positionieren. Wir sammeln uns diesmal komplett in einer Ecke. Jetzt wird's riskant. Aber das ist mein Plan jetzt. Spielen wir mal das Defense-Game. Und wir haben den ersten Hasen in R1 schon geholt. So, wir aktivieren. Ah, shit, das könnte von der Range her knapp werden. Aber ich gehe davon aus, dass die ersten Hasen auf mich zurennen. So, direkt mit dezimieren. Wenn die jetzt hier rauskommen... shit, das war von der Distanz für beide noch nicht genug. Dann habe ich das verschenkt. Es sei denn, der eine will jetzt wirklich näher rankommen. Das wäre optimal, aber das wird nicht passieren. Luigi ist so weit weg. Ja, die aktivieren auch alle ihre Anti-Lauffähigkeit. Schade. Maximal der eine Hase, der jetzt noch da steht. Wenn er... Nein, nein, nein. Springt nicht. Oh.
eigentlich im Optimalfall Match restarten, ja, und Fähigkeit erst in der zweiten Runde benutzen. Dann werde ich halt gefrostet. Wisst ihr was? Nummer sicher. Wir machen das auf Nummer sicher. Wir machen denselben Move nochmal. Nur ich benutze meine Fähigkeit erst in R2. Ich hoffe, dass alles andere soweit gespeichert wurde, aber davon gehe ich halt stark aus. So. Ja. Du gehst da hin. Du gehst dahin. Und du gehst hier oben hin. Du bist der Schnüpper. Und du finishst den ersten. 203. Perfekt. Golden. Und wir machen nichts. Die werden jetzt auf mich zurennen. Den hat er gerade auch schon getroffen. Er hat genau denselben Zug gemacht eigentlich. Okay. Hier oben gibt es keinerlei weitere Deckung. Den Wagen runterrollen zu lassen. Die sollen halt zu mir kommen im Optimalfall. Ich könnte jetzt natürlich links rumlaufen. Da haben wir aber das Problem. Mein Movement-Radius reicht auch wieder ein Scheiß. Geteiltes Leid. Wir warten noch einen ganzen Zug ab. So, gleich muss aktiviert werden. Jetzt, okay, den kannst du dir holen. Teuer, die 50 Schaden nimmst du mit, der ist alleine. Der macht gar nichts. Es sind sehr viele hier. Könnte ich... Oh, die stehen jetzt alle super. Langsam ist es Zeit zu überlegen, ob der Move nicht der richtige ist. Na, noch nicht. Wir nehmen hier auf jeden Fall erstmal das mit. Oh, ich darf hier gar nicht hin. Oh, ja, geh wieder zurück. Ja, ja, ich weiß. Okay. Alles klar. Ach, jetzt sehe ich ihn da gar nicht so gut. Wenn ich jetzt mit der Tinte... Wegen der... Okay, pass auf, ich kann aber nochmal schießen. Ist noch nicht verloren, der Spaß. Kann ich kurz auch auf dich hüpfen? Und dann bleibst du einfach hier. Ja, okay. Du kannst ja an dem jetzt erstmal anheilen. So, wenigstens ein bisschen geheilt. 100 Schaden hast du zwar bekommen. Nein, nein, nein und nein. Wir snipern. 0% ist nicht gleich 0%. So, und jetzt kommt man näher. Komm schon. Snipe. 5 Leben noch, alles klar. Meine Deckung ist gebrochen. Oh, wie viel sind das an Siggis? Zu viele. Ach. Okay, der rennt da rein. Oh. Jawohl. Den hat er selbst gemacht. Luli. Ach, du konntest den doppelten Schuss noch nicht. Er ist tot, oder? Wie viele stehen da noch von euch? Thank you.
Okay, links hat eine aktiviert. Einer hat aktiv, der da. Ich opfer den jetzt. Jetzt geht's ab. Hallo? Hammer Time. Die anderen beiden nicht? Luigi kann auch noch helfen. Luigi kann nicht mehr helfen. Wieso hat er sich nicht geheilt? Habe ich keinen Vampirhammer? Dann hat sich das alles gerade erledigt. Die Idee war so gut. Die Idee war wirklich gut. Ja, will jetzt nichts sagen. Ja, ich lasse sie mal ganz kurz ziehen. Da stimmt das auch noch einer low. Oh. Okay, okay, Moment. Okay, okay, okay. Man, ich guck mal, was für ein Hammer ich habe. Das kann nicht angehen. Das kann nicht angehen. Anders rangehen an die Sache. Ich darf vielleicht meine Taktik, die ich im Kopf habe, vielleicht muss ich auch manchmal umstellen, was die Taktik angeht. Was hast du für eine Sekundär? Vampirschaden. Vampirchance 40%. Ach ja, stimmt. Naja, ich darf auch nicht vergessen, dass es natürlich nicht immer zu 100% trifft mit dem Vampirschaden. Das ist mein großer... Oh, das war schön, der Honighammer. Es hätte klappen können und hätte er überlebt, wäre das geil gewesen. Ich gebe nicht auf. Natürlich gebe ich nicht auf. Leute, ich hoffe, der Fail-Part, und das war ein Fail-Part, wieder mal. Aber das, finde ich, gehört dazu. Ist ja gar nicht so schlimm, ja, passiert. Jeder hat andere Sachen im Kopf, jeder hat andere Taktiken im Kopf. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und vielleicht gehe ich es nochmal so an, weil ich will, dass es klappt. Und dann stelle ich bestimmt wieder um. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.